Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen App-Vorstellung. Ihr kennt es, ich werde immer ein bisschen mehr Videomaterial zeigen, als ich spreche, aber dafür könnt ihr die Musik genießen, die von Timmy Sounds gemacht wurde. Smash Hit. Beschreibung der App. Ihr könnt im Spiel mit Kugeln auf Ziele schießen. In diesem Fall sind es Kristalle und Glasscherben. Ab und an kann man auch was einsammeln, um mehrere Schuss zu haben. Tore müssen durch einen gezielten Schuss auf einen Schalter geöffnet werden. Es gibt viele Arten von Modis zu spielen. Eins davon ist der klassische. Dutzende Kontrollpunkte oder auch Räume genannt, gibt es im klassischen Modus für die Spieler. Jedoch kann man hier nur bis zum zweiten Kontrollpunkt kommen, ohne einen Premium-Account zu haben. Sollte man dann einen Premium-Account haben, kann man das ganze Spiel kennenlernen. Die Modis sind aufgeteilt unter Einzelspieler und lokale Multiplayer. Unter den Einzelspieler-Modi gibt es den Zen, Training, Klassisch und Gemetzel. Das letztere sind die Boss-Herausforderungen. Das klingt sehr verlockend. Leider aber kann ich nichts darüber sagen, da es kostenpflichtig ist. Der lokale Mehrspielermodus ist versus, in Klammern, Wettkampfmodus und kooperative Modus im Angebot. Was ich lustig fand, ist, dass wenn der Menüeintrag mehr aufgerufen wird, kann man die Mitwirkenden von der App anschauen. Dort kann man dann mit Kugeln die Namensschilder abschießen und diese dadurch kaputt machen und so einen Erfolg in Google Play bekommen. Die Grafik ist für solch ein simples, aber umgebungsreiches Spiel hervorragend gestaltet. Interessant ist, dass man in den Optionen sogar die Grafikqualität einstellen kann. Das Genre: Gelegenheitsspiele. Systemanforderungen: Android und iOS fähig. Die Downloadgröße liegt bei etwa 65 MB. Der Akku ist nicht sehr stärker belastet als andere Spiele. Es ist eigentlich im wunderbaren Durchschnitt. Also keine Sorge, euer Akku wird trotzdem länger halten. Der Suchtfaktor ist für mich eine 7. Jedoch konnte ich das gesamte Spiel nicht spielen, weil es kostenpflichtig ist. Mein Fazit: Man kann nur sehr wenig spielen, wenn man keinen Premium-Account hat, aber ausreichend, um einen guten Einblick in das Spielprinzip zu erhalten. Das Spiel an sich macht extrem Spaß, doch für mich persönlich nicht genug, um Geld dafür ausgeben zu wollen. Dieses Spiel fordert Konzentration, Timing und Zielgenauigkeit. Der Klang des Spiels, wenn man etwas zerstört, finde ich auch sehr gut. Da macht das Treffen der Ziele noch mehr Spaß. Für mich wäre es das perfekte Spiel für zwischendurch. Doch ihr wisst ja, ich bin dabei, viele Spiele kennenzulernen und zu testen. Daher kann ich dies nur weiterempfehlen. Testet den Anfang kostenlos und entscheidet selbst, ob es euch gefällt und ihr die ca. 2,25 € es wert wären, um es weiter zu spielen. Wie fandet ihr meine Vorstellung? Wie findet ihr das Spiel und habt ihr es bereits selbst angetestet? Wenn ihr mehr von solchen Vorstellungen möchtet, dann bitte ich um etwas Support im Abo- und Like-Bereich. Teilt es mit euren Freunden und Kollegen. Testet selbst die Spiele, die ich euch präsentiere, und gebt mir in den Kommentaren gern ein Feedback dazu. Ich freue mich über jeden freundlichen Kommentar. Macht's gut, eure Juna.